Hallo und willkommen bei AI-Tipps und Tricks. Wir haben hier das Samsung Galaxy S21 FE 5G und wollen uns heute mal die Sperrtypen PIN bzw. Muster näher angucken, beziehungsweise wie es hier heißt, Sperrbildschirm. Wir schauen uns das mal zusammen an. Viel Spaß dabei. So, dann wollen wir uns mal mit dem Sperrtyp bzw. Sperrbildschirmtyp beim Samsung Galaxy S21 FE 5G beschäftigen. Aktuell ist es so, wenn wir das Gerät sperren über unsere Ein-Ausschalt-Taste und wieder entsperren, dann müssen wir zum Entsperren ja einmal nach oben wischen und hier eine PIN eingeben. Das haben wir in der Ersteinrichtung so festgelegt und wir haben hier einfach viermal die 0, okay. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir das ändern können. Es gibt ja verschiedene Sperrtypen, wie wir das freischalten können. Und zwar finden wir die in den Einstellungen. Und dann gibt es hier verschiedene Bereiche zum Thema Sicherheit. Wir haben hier zum Beispiel Sperrbildschirm, wir haben hier biometrische Daten und Sicherheit. Und wir müssen hier in dem Bereich Bildschirm, Sperrbildschirm weitersuchen. Und zwar sehen wir jetzt hier ganz oben Sperrbildschirm Typ PIN. Das wählen wir einmal aus. Und um hier Änderungen vornehmen zu können, müssen wir jetzt einmal unsere PIN eingeben, also unseren aktuellen Sperrbildschirmtypen. Wenn ihr in der Ersteinrichtung natürlich da ein Muster festgelegt habt, dann müsstet ihr jetzt hier ein Muster eingeben. Ich gebe jetzt hier mal unsere PIN ein und kann mir dann so diesen ganzen Bereich erstmal freischalten. Das ist auch gut so, sonst könnte ja jeder hier hätte ja jeder hier Zugriff drauf, auch ohne da eine PIN dann eingeben zu müssen. Und ja, wir sind ja hier im Bereich Sicherheit, von daher macht das nur Sinn. Wir sehen jetzt, wir können uns verschiedene Sperrbildschirmtypen auswählen. Es gibt hier einmal das Streichen. Darunter steht dann auch keine Sicherheit in diesem Fall. Also das Maß der Sicherheit ist immer hier gleich mitgegeben. Das ist ja ganz nett, dass man so grob weiß, wie hoch da die Sicherheit ist bei jedem Sperrbildschirmtypen. Das Muster bietet eine mittlere Sicherheit, die PIN eine mittelhohe Sicherheit. Die haben wir ja aktuell ausgewählt, steht da nochmal hinter. Und das Passwort bietet eine hohe Sicherheit. Und keine brauchen wir, glaube ich, nicht drauf einzugehen. Das erklärt sich von selbst. Und dann gibt es hier auch noch zum Bereich Biometrie eben Gesicht und Fingerabdrücke. Da gehen wir jetzt erstmal nicht weiter drauf ein. Wir gucken uns das mal hier oben mit dem Muster an. Wenn ich da draufklicke, um ein Muster festzulegen, dann wird mir jetzt hier gesagt, zeichnen Sie das Entsperrmuster. Und natürlich, dass wir uns unser Muster gut merken sollen. Wenn wir es vergessen haben, müssen wir das Telefon zurücksetzen und alle Daten werden gelöscht. Also konzentriert euch hierbei gut, damit ihr, wenn ihr ein neues Muster vergebt oder eine neue PIN oder ein neues Passwort, das auch vernünftig speichert im Hinterköpfchen. Zur Not einfach irgendwo aufschreiben, vielleicht, wo es keiner findet, damit ihr immer einen Plan B habt, falls ihr das mal vergessen habt. Kann ja immer mal passieren. So, ich zeichne jetzt hier einfach mal irgendwie oder verbinde diese neuen Punkte mit einer Geste. Also ich kann nicht zwischendurch den Finger abheben und weiterzeichnen. Das muss eine Geste werden. Und Muster ist jetzt gespeichert, sagt er mir. Ich kann hier auf Weiterklicken und muss das Ganze jetzt nochmal bestätigen. Also zeichne ich hier nochmal mein Z ein und sage nochmal bestätigen. Und jetzt wird gefragt, Muster sichern, Remote-Entsperrung wird in Find My Mobile aktiviert und Ihre PIN, bla 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 bla. Alles klar, ich kann jetzt hier auf Fortfahren klicken oder einfach daneben und dann ist das auch gesichert. Wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr hier, wie gesagt, einfach eben daneben klicken. Jetzt sperren wir das einmal und probieren das aus. Und ich deaktiviere oder aktiviere das Display sozusagen wieder und jetzt sehe ich, vorher musste ich hier meine PIN eingeben und jetzt das Muster. Also zeichne ich hier mein Muster ein, beziehungsweise ich zeichne jetzt mal bewusst ein falsches. Oh, Sie haben ein falsches Muster gezeichnet. So, auf jeden Fall haben wir das Gerät jetzt wieder freigeschaltet mit unserem Muster. Jetzt muss ich allerdings dazu sagen, dass ich das Muster absolut nicht empfehlen kann. Ganz einfach deswegen, wenn ihr am Tag 50 Mal euer Muster hier eingezeichnet habt, beziehungsweise ich habe es hier schon nach zwei, drei Malen, sehe ich, kann man glaube ich hier in der Kamera sehen, das Z, was ich da eingezeichnet habe, anhand meines Fingerabdrucks. Also, das ist eigentlich eine ziemlich gefährliche Sache, weil man ja nun immer auf der gleichen Stelle hier sein Muster einzeichnet und jeder, der das Gerät mal irgendwo findet, kann dann sehen, wenn er das so ein bisschen gegen das Licht dreht, wie wir das gerade gemacht haben, womit derjenige dann sein Handy freischaltet. Und beim Z könnte er ja nun auch so rum versuchen, das wäre ja auch noch möglich, oder eben so rum. Und man sieht, nach zwei Versuchen spätestens hat er das Handy freigeschaltet. Also, meines Erachtens ist das nicht eine mittelhohe Sicherheit oder mittlere Sicherheit, wie die das hier nennen, sondern eigentlich gar keine Sicherheit. Deswegen sind wir Fan von der PIN. Ein Passwort könnt ihr natürlich auch vergeben. Das ist dann natürlich immer etwas aufwendiger, auch bei der Eingabe für euch selbst. Meines Erachtens reicht eine PIN, wenn man da eine vierstellige Zahl eingibt. Man kann auch mehr Zahlen eingeben. Aber allein bei vier Ziffern,
gibt es über 1 Million verschiedene Zahlenkombinationen und ich denke, das reicht auch aus für eine PIN für ein Smartphone. Hier unten sehen wir noch PIN bestätigen, ohne auf OK zu tippen. Das heißt, wenn ich dann mein Gerät entsperre, dann brauche ich nicht erst 4 Zahlen eintippen und dann extra OK drücken, sondern, das finde ich ganz praktisch, wenn ich die 4 richtigen Zahlen eingegeben habe, schaltet es sofort frei. Ist natürlich auch wieder in Sachen Sicherheit ein kleiner Rückschritt, weil jemand, der durch Zufall die 4 richtigen Zahlen eingegeben hat, der wird das Handy gleich freigeschaltet. Aber wie gesagt, das kommt glaube ich nicht so oft vor. Also ich gebe jetzt hier wieder 4 mal die 0 ein. Wir wollen wieder unsere PIN nutzen. Bestätige das nochmal weiter und fertig. Hier klicke ich wieder daneben und ich habe den Sperrbildschirmtyp geändert. Ich probiere das jetzt noch ein letztes Mal aus. Entsperren, hochwischen und hier sehe ich wieder 4 Ziffern für meine PIN. 4 mal 0, okay. Und jetzt habt ihr gesehen, ich habe nicht extra auf OK getippt, sondern es erkennt, 4 mal 0 ist richtig und schaltet sofort frei. Ist natürlich für die Usability, für einen selbst natürlich irgendwie am einfachsten, finde ich, und am schnellsten. So, das war es zum Thema Sperrbildschirm bzw. Sperrtyp-PIN-Muster beim Samsung Galaxy S21 FE 5G. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Und wenn euch das Ganze auch noch gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben für uns. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.